Ja, schon. Attaboy. Good swing. Out of bed. Den Auftakt machen die Mannschaften aus Sopron und Dinamo Bukarest. Das Team aus Rumänien kann sich schließlich den Sieg im Europacup holen. Die Gastgeber Kufstein Vikings landen auf Platz 3 und sind mit dem Verlauf der Veranstaltung trotz widriger Wetterbedingungen sehr zufrieden. Baseball ist für den ungeübten Zuschauer nicht so leicht zu verstehen, ist doch das Regelwerk auf den ersten Blick etwas undurchschaubar, denn gespielt wird mit viel Taktik. Zwei Mannschaften spielen gegeneinander 9 gegen 9. Das Wesentliche an dem Spiel ist das Duell Werfer gegen Schlagmann. Da spielt sich also die meiste Zeit ab und da entwickeln sich Duelle. Und man muss dann schauen, wer dieses Duell gewinnt. Ist es der Werfer, der das Duell gewinnen kann, selber oder mit Hilfe seiner Mannschaft, die ihm Bälle fängt, zum Beispiel aus der Luft, oder gewinnt der Schläger, sprich er kommt auf Base mit Schlägen. Das ist also das Wesentliche des Spiels. Wichtiger Teil des Erfolges eines Teams sind die verschlüsselten Zeichen, mit denen sich die Spieler untereinander verständigen. Das Taktische ist sozusagen der Bereich, der den Manager angeht und seinen Helfern auf dem Spielfeld. Er hat da immer zwei Helfer in der Offensive. Die denken sich das aus, setzen das dann über die Zeichensprache um. Und den definitiv umsetzen müssen das natürlich die Leute, die schlagen und laufen, und da ist dann der Körper gefragt. Also es ist sozusagen immer beides. Es ist sehr viel Brainwork. Dann muss man einen Clou finden, dass man das denen beibringt, ohne dass die gegnerische Mannschaft weiß, was wir spielen. Und dann muss man es umsetzen. Good eye, out of it.